Mit dem Opern St. Gallen, jetzt gehört auf SRF 3 der Crimer mit Follower. 19 von 7. Zum Glück ist Freitag. Der ganz normale Wahnsinn von der Woche mit dem Fabian Unterrecker und seiner Freitagsrunde. Schon wieder Virusalarm. Die Woche hat der Trojaner Petya die ganze IT-System lahmgelegt und einmal mehr wird uns bewusst, wie verwundbar unsere digitale Welt ist. Für den grünen Nationalrat und IT-Sicherheitsexperte Balthasar Glättli nichts Neues, oder? Auf jeden Fall, Herr Gerber. Darum ist es grob fahrlässig, dass die EU in rund 8600 Städten gratis WLAN einführen will. WLAN, das heisst ja Daten über die Luft. Und es wird dann reichen, dass ein Flugzeug der russischen Aeroflot über die Schweiz fliegt und schwupp sind ihre Daten von WhatsApp oder Facebook in der Dropbox von Wladimir Putin. Dabei heisst doch immer, alles Gute kommt von oben. Ja, nein, das ist gar nicht so. Oh, die Green Partei ist heute aber in Form. Jetzt kommt auch noch der Nationalrat Bastian Giro. Ja, weil viele Leute wissen ja auch gar nicht, dass WLAN umweltschädlich ist und die Strahlungen sind enorm. Man hat die Milch von Kühen untersucht und die dichten Hotspots krassen und man hat enorme Spam-Rückstände gefunden. Einzelne Kühe haben sich mit ihren Hörnern sogar ins WLAN einloggen können und nonstop Messenger-Nachrichten. Das ist für die Kühe ein Wahnsinn Stress. Ja, die armen Kühe. Stress haben diese Woche aber auch die Jungscharen gehabt. Der Grund, sie haben sich auf ihrer Webseite nicht gerade sehr tolerant über Homosexuelle geäussert. Weltwochenchefredakteur Roger Köppel, wieso haben religiöse Kreise so viel Mühe mit der Homosexualität? Lieber im Vatikan und cool als in der Jungschar und schwul. Um was geht's? Die Jungschar gebärdet sich gern als christliche Version von den Hells Angels. Die Weltwoche hat exklusiv mit einem Aussteiger aus der Jungschar ein Interview geführt und weiss, sie fordern jetzt nicht mehr Todesstrafe für Homosexuelle, sondern Todesstrafe für Jungschädler, die sich negativ über Homosexuelle äussern. Punkt. Okay, danke schön für den Primeur, Roger Köppel. Lange ist ja nicht mehr bei uns Gast gewesen, heute aber wieder mal aus aktuellem Anlass hier. Guten Morgen, Ex-Bachelor Vujo Gavric. Was heißt guten Morgen? Ich habe gerade durchgemacht. Vujo, du hast ja diese Woche bekannt gehabt, dass du in Zürich eine Bar aufmachst. Ja, es ist genau so. Es ist Stunsch. Früher habe ich in Bars angemacht, jetzt habe ich eine aufgemacht. Das finde ich wirklich eine coole Idee. Nummer eins hat mich wirklich gewundert. Das Zürcher Gastro-Pflaster ist ja hart und du bist ein Greenhorn in dieser Branche. Das ist nicht ganz wahr. Ich denke, ich habe recht viel Erfahrung mit Drinks. Ich kenne eigentlich alle. Also, machen wir doch schnell den Test. Was ist in einem Sex on the Beach? Ja, es kommt natürlich darauf an, an welchem Beach? Nein, ich meine jetzt im Drink. Was ist drin? Aha, ja, Zutaten. Vodka, Pfirsichlikör, Zitronensaft, Cranberry, Orangensaft und das Deko, das Krise drauf. Wow, das ist aber schnell gegangen. Und in einem Bloody Mary? Bloody Mary, das Vodka, Tomatensaft, Worcestersauce. Ja, Worcestersauce. Wie Vujo, Wusto. Oh, ja. Worcestersauce, Tabasco, Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Zedeko und Stängel, Stangenseder. Gut, sonst richtig. Und welches ist dein Lieblingsdrink? Das ist klar, ich lerne vorbereitet. Es ist Schwarze Witwe. Schwarze Witwe? Was ist das? Das ist ein Whisky mit Tonic Cola. Zum Glück ist Freitag mit dem Fabian Unterrecker. Alle Folgen auch immer online als Video oder Podcast srf3.ch.